Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Sparking Zero. Wir machen heute mit der Saga von Son Gohan weiter. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mal eingeschaltet habt. Es ist wirklich ein unfassbar schönes Spiel. Ich weiß gar nicht, wo ich aufhören, anfangen soll und so. Es ist wirklich wunderschön, muss man einfach sagen. Und jetzt bin ich gespannt. Oh. Son Gohan wird angehender Gelehrter und büffelt schwer, um seine Träume zu verwirklichen. Er bekommt ein Kind mit Fidel, Pan und lebt ein ruhiges Leben. In der Zwischenzeit bricht Son Goku gegen Chi-Chis Willen auf, um auf dem Planeten des Gottes der Zerstörung Bills zu trainieren. Also da müsste eigentlich stehen, um auf dem Planeten des Gottes, aber egal. Doch was unsere Helden nicht wissen, ist, dass sich im Verborgenen Schreckliches ereignet. Freezer wird von den Dragon Balls wiederbelebt und bringt eine Armee zur Erde, um sich an Son Goku zu rächen. Son Goku und Vegeta sind nicht erreichbar, da sie auf Bills Planeten trainieren. Während die beiden weg sind, bereiten sich Son Gohan und vier andere Krieger darauf vor, die Erde gegen die Freezer-Armee zu verteidigen. What are you and your army doing here, Freezer? Oha, Piccolo direkt eine Ansage. Was willst du hier mit deiner Armee? Is that not obvious to you? I'm here for revenge. I don't see Goku. Where has he gone? Freezer ist wegen seiner Rache hier und ich sehe Son Goku nicht. Wo ist er hin? I came all this way after all, and I would hate to destroy everyone he has ever cared for without also hearing him beg me not to. Immerhin bin ich den ganzen Weg hierher gekommen und ich fände es furchtbar, jeden zu zerquetschen, der ihm je etwas bedeutet hat, ohne dass er mich anfleht, es nicht zu tun. Boah, krass, wie das aussieht hier gerade. Gohan, you defeated Cell as a kid. You should be able to handle this gas bag easily. Geiler Spruch. Son Gohan, du hast Cell bereits als Kind besiegt. Und dieser Schwätzer besiegst du mit links, diesen Schwätzer. Well, I could handle most of his men, I guess. But this is really serious, Bulma. Sure, we've gotten stronger. But then again, so has Frieza. Mit den Männern werde ich wohl fertig, aber das ist hier wirklich ernst, Bulma. Frieza ist bestimmt auch stärker geworden, so wie wir. Now why does that one seem familiar? Oh, that's Goku's son, no question about it. It's so touching to see children grow. Oha. Freezer hat voll die dünnen Arme, finde ich. Warum kommt er mir so bekannt vor, das ist Son Gokus Sohn? Keine Frage, es ist so rührend, Kinder aufwachsen zu sehen. Give me some room, he's mine. Okay, macht mal Platz, der gehört mir. Sure you don't need some help with this guy? Du brauchst doch bestimmt keine Hilfe bei diesem Typen, oder? Das Witzige ist, Piccolo sagt bei diesem Typen. Obwohl er eigentlich ganz genau weiß, wie er heißt, also. Interessantes Wortspiel hier. Yeah, Piccolo. I'm not a kid anymore. Ja, Piccolo, ich bin kein Kind mehr. Suit yourself. Dann wollen wir mal sehen. Krass, einfach hier so ein Talahun-Suit. Was ich sehr, sehr traurig finde tatsächlich, weil Son Gohan hier einfach voller Lappen geworden ist. Also hier optisch, rein optisch jetzt. Finde ich jetzt ehrlich gesagt, also das ist schade. Das ist auch etwas, was ich extrem kritisiere tatsächlich. Also hier so einfach vielleicht gesagt. Oha, was ist los mit dem? Oha, Digga. LOL! Der macht ernst, Digga. Okay. Kann ich mich in Super Saiyan verwandeln? Nein. Digga, das ist ja richtig traurig. Ich meine, wenn er so ein Lappen ist. Sorry, wenn ich das sage, aber optisch ist er da überhaupt nicht aufgepumpt, ne? Als ob er jahrelang nicht trainiert war. Traurig, ehrlich. Komm schon, voll Pulle drauf. Und der nächste bitte. Also er sieht nicht gut aus, sag ich euch ehrlich. Ich finde, dieser Son Gohan ist überhaupt nicht mein Typ. So wie ich das sage. I'm not tapping into my full strength. Is that because I haven't been training? Traurig. Wirklich traurig. Echt traurig. Pan GT freigeschaltet, cool.
Also sorry, wie ich das sage, Leute, aber das ist, also ich bin euch ehrlich. Ich finde diesen Son Gohan überhaupt nicht cool. Ich finde den eher langweilig. Miserable Saiyan, I will make you pay with your suffering and the pleasure it will afford me. Armseliger Saiyajin, ich lasse dich bezahlen mit deinem Leiden und dem Vergnügen, das es mir bereiten wird. Nee. Ja, wir waren Super Saiyajin, das ergibt gar keinen Sinn. What are you waiting for? If you're entertaining any hope of survival, you'd better run. Und worauf wartest du noch? Wenn du nur auf die geringste Hoffnung zu überleben hast, sollst du besser laufen. Okay, er ist gestorben. I see you haven't inherited all of Daddy's traits. You give up much faster. Wie ich sehe, hast du nicht alle Eigenschaften geerbt. Dein Vater wäre besser. Oh, jetzt geht's los. And it's what you deserve for being Goku's son. Now die! Das ist die Strafe dafür, dass du einfach nur ein Saiyajin bist und du hast es verdient, zu sterben. Oha, der nächste. Der tot ist, oder? Piccolo? Piccolo? Nee, jetzt nochmal Super Saiyajin? Oha, okay. Let's go. Oh. Okay. Okay. Son Goku und Vegeta folgen Son Gohans riesiger Ki-Explosion und kehren per Teleportation zur Erde zurück. Papa, du musst ihn schlagen. Ein Kampf zwischen Son Goku, der verbissen trainiert hat, und dem rachsüchtigen Freezer beginnt. Was? Was? Warte mal, Leute. Toll, jetzt konnte ich nicht lesen. Am Ende des zermürbenden Kampfes erweist sich Son Goku gegen Freezer erneut als siegreich und die Erde ist gerettet. Okay, die haben gekämpft und so, ich verstehe. Nach dem Kampf gegen Freezer gelobt Son Gohan, stärker zu werden, um seine Lieben zu schützen. Er bittet Piccolo, ihm bei ihm zu trainieren zu helfen, bla bla bla. Okay. Das war's? Nee. Nee. Universum Überleben Arc. Okay. Alright, time to go. Jetzt bin ich gespannt. Was war denn das jetzt? Son Gohan wurde auf seine Schwächen aufmerksam gemacht, wird aber durch seine Kämpfe stärker. Son Goku informiert ihn über das Turnier der Kraft. Als er gehört hat, dass das unterlegene Universum ausgelöscht wird, tritt Son Gohan als Verteidiger des Universums 7 an. Um sich auf das Turnier der Kraft vorzubereiten, trainiert Son Gohan verbissen mit Piccolo und erlangt seinen Kampfinstinkt zurück. Er nimmt Piccolos Warnung zu Herzen und startet ein Spezialprogramm, mit dem er aggressive Kämpfen lernt. Er beginnt das Turnier der Kraft. Son Gohan und seine Freunde halten zusammen und dezimieren die Gegner. Doch als der Kampf verbissener wird, kämpfen sie einzeln. Ja, Kefla. Ach, Kefla, sag ich, Kale. Oh, Leute, ey, ich hab's heute echt in mir. Einer nach dem anderen treffen mächtige Gegner ein. Son Gohans Training hat sich ausgezahlt und er hat seine gnädige Art überwunden. Er kämpft unerbittlich und überlebt bis zum Ende. Während der Kampf weiter tobt, beobachtet Freezer Son Gohan vom Rande aus. Nachdem Son Gohans Kampf abgeschlossen und er maximal Chef ist, taucht Frost auf. Obwohl Freezer ein Verbündeter sein sollte, tut er sich mit Frost zusammen und greift Son Gohan an. Oh, krass. Okay, let's go. Ich finde das so geil, Digga. Dieses Spiel ist einfach so geil. Let's go, Leute. Jetzt ist er endlich wieder ein bisschen breiter, Leute. So muss es sein, nicht anders. Nicht anders, Leute. So, jetzt komm. Super Kamehameha. Oha. Ich hoffe, er weicht nicht aus. Nee, er ist nicht ausgewichen, oder? Nee, ist er nicht. Ja, das war ein guter Angriff, würde ich sagen. Krass. Sehr schön. Son Gohans erwachsener Outfit. Der sieht gut aus so. Aber wie gesagt, guck mal, hier sieht er noch gut aus. Wisst ihr, wie ich meine? Aber sonst finde ich den, naja, geht so gut. Wenn er so dünn ist, meine ich. Freezer schlägt seinen vermeintlich verbündeten Frost aus der Arena. Dann von hinten. Son Gohan. Look, he
got back up! Da steht er wieder auf. Gohan, are you gonna be okay? Son Gohan, du schaffst das. Does this mean what I think it does? Those two were only pretending to brawl. Bills, bedeutet das, was ich denke? Die beiden haben nur so getan, als würden sie sich prügeln. When I took that first attack, I knew right away you were holding back. So then I chose to play along with whatever you had planned. Ich wusste beim ersten Angriff, dass du dich zurückhältst, aber also habe ich mit dem Plan mitgespielt. Well, if you had been too dense to figure it out, then I would have had no choice but to kill you. Wenn du zu dumm gewesen wärst, das herauszufinden, dann hätte ich keine andere Wahl gehabt, als dich zu töten. At least we know for certain that Frieza is truly on our side. Immerhin wissen wir jetzt, dass Frieza wirklich auf unserer Seite steht. I don't think I'd go that far. So weit würde ich nicht gehen. Yeah, if Gohan hadn't caught on to what he was up to, Frieza would have betrayed us in a heartbeat, that's for sure. Ja, wenn Son Gohan es sich gemerkt hätte, hätte Frieza uns sofort verraten, also viel steht fest. My dear Gohan, that was fun. We should try to continue working together as we move toward victory. Das hat Spaß gemacht, mein lieber Son Gohan. Wir sollten weiter zusammenarbeiten, je näher wir dem Sieg kommen. Shall we? Sollen wir? Ganz bestimmt nicht. Wir sagen nein. Aber er will fighten, oder? Nee, doch nicht. Oha, jetzt geht's los. Son Gohan traut Frieza immer noch nicht ganz und gibt weiter alles. Er arbeitet mit Piccolo zusammen und sie kommen im Turnier voran. Geil. Son Goku so geil, ne? Die anderen Universum 7 Krieger besiegen ihre Gegner ebenfalls. Als die anderen Universen eines nach dem anderen verlieren und ausgelöscht werden, verlässt Piccolo den Wettstreit. Das Turnier nähert sich dem Ende, es wird keinen einfachen Sieg geben, aber Son Gohan, Son Goku und die anderen schließen sich gegen den Feind zusammen. Wenig später sind noch 7 und 11 übrig, Universum. Son Gohan bemerkt, dass sich Frieza gegen Dispo abmüht und eilt ihm zu Hilfe. Jetzt kämpfen er und Frieza an seiner Seite. Okay, let's go. For now, let's work as a team, assuming you can keep up. Don't worry about me. Come on, Dispo. You're facing both of us now. Don't get cocky just because you landed one blow. Kann ich eigentlich, ja, ich kann Super Kamehameha machen. Ich wollte schon fragen, ob das überhaupt geht. I'll send you both over the edge together. Digga, warum? Ich kann gar nicht. Lol, was ist das? Ich wollte eigentlich meine Superattacke machen. Jetzt. Hallo? Ich hab gar keine Ahnung. Digga, sind wir jetzt Ultimate Gohan oder sind wir jetzt der andere Son Gohan? Ich check's irgendwie nicht. Das ist ja richtig komisch. Guck mal, ich kann... Digga! Nein! Toll, jetzt kann ich wieder neu laden. Jetzt reicht's. Ich hoffe, ich treffe ihn. Komm. Ich hoffe, ich schaff's. Digga, ich muss wieder neu laden, ne? Toll. Jetzt komm, nochmal. Jawohl. Ich dachte gerade, ich kann nicht zu ihm irgendwie hinsprinten oder so. Um ehrlich zu sein. Das war richtig komisch gerade. Also, Golden Freezer Erfahrung erhöht mit plus 1. Voll komisch. Im Kampf gegen Dispo verbraucht Freezer seine letzten Energiereserven. Golden Freezer sagt, er hat mich eiskalt erwischt. So, das dürfte funktionieren. Meine Aufgabe ist es, dich zu erledigen. Und ich habe dich zu erledigen. Ich habe nicht vor, das 7. Universum im Stich zu lassen, Frieza. Your strategy worked. Well done, Team Leader. And now we get to the fun part. Deine Strategie ist aufgegangen. Gut gemacht, Teamleiter. Und jetzt kommen wir zum spaßigen Teil.
Don't look so anxious, Dispo. Your time to rest in the bleachers will arrive soon anyway. Guck nicht so ängstlich, Dispo. Deine Zeit auf der Zuschauertribüne auszuruhen wird sowieso bald kommen. Don't do it! Tu das nicht. Aha. Oha. Son Gohan und Dispo stürzen aus der Arena und in die Zuschauerränge. Son Gohan entschuldigt sich bei seinen Freunden und für die Niederlage. Aber allerdings loben Piccolo und die anderen sein Urteilsvermögen. Son Gohan wendet seinen Blick wieder in Richtung Arena und sieht sich weiter in den Kampf an. So geil. Son Goku und seine Mitstreiter kämpfen heldenhaft und sichern sich den Sieg gegenüber Jiren. C17, der letzte Krieger aus Universum 7, bittet Super Shenlong, die ausgelöschten Universen wiederherzustellen. Sein Wunsch wird ihm gewährt. Das Turnier der Kraft ist vorbei. Son Gohan und die anderen kehren zum Universum 7 in ihren Alltag zurück. Oha. Und damit wären wir damit durch. Die Story von Son Gohan hier beim Turnier der Kraft. War's das? Ich glaube schon. Okay, Leute. Son Gohans Saga, Universum, Überlebende, bla bla bla, Blinzer definiert, Kampf, bla bla bla. Okay, alles klar, dankeschön. Erstaunlich über das Team. Sehr schön. Aha, krass, okay. Das geht ruckzuck, Leute. Ich gehe mal kurz zurück. Denn jetzt können wir, Vegeta haben wir durch. Son Goku haben wir durch. Vegeta haben wir durch, Son Gohan haben wir durch. Piccolo müssen wir machen, Freezer müssen wir machen, Goku Schwarz müssen wir machen. Und Piccolo, liebe Freunde, das werde ich in der nächsten Episode, denke ich, machen. Dann ist es soweit, dann mache ich auf jeden Fall Piccolo. Ich bin mir sogar fast sicher, dass wir... Ich kenne das jetzt nicht, ne? Deswegen, ich denke, ich predikte das jetzt einfach mal. Ich denke, wir werden auf der Erde auf jeden Fall gegen Raditz was machen müssen. Freezer Saga. Buu-Saga, Zell-Saga, glaube ich auch. Aber nicht... Also bei Buu-Saga weiß ich nicht so ganz. Hatte der denn der eine bestimmte Rolle? Vielleicht geht das auch, weiß nicht, wird man da sehen, irgendwie in der Buu-Saga. GT glaube ich nicht so, aber ich werde es dann erfahren. Haut rein, wir sehen uns wieder. Bis dahin, ciao, ciao und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Mir hat Spaß gemacht. Nochmal, meine Kritik bleibt bestehen. Ihr könnt natürlich sehr gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr den so findet. Den Son Gohan an sich, also den mit dem Pyjama da. Ich finde den nicht so cool. Sage ich euch ehrlich, aber das ist nur meine persönliche Meinung, weil ich einfach Son Gohan als einen ganz anderen Dude kenne und kennengelernt habe. Deswegen in diesem Sinne, ciao, ciao und bis dahin.